Das ist die Breideckalm des Josef Haas in der hinteren Wiltschenau. Auf einer Höhe von 1529 Meter liegt diese schön gelegene Alm hoch über der Schönanger Alm, eine der größten Milchalmen des Landes. Und noch ein Stück höher befindet sich der Breideck-Hochleger auf 1698 Meter. Alles sauber und gepflegt. Doch auf den Almen ist nichts mehr so, wie es war. Unsicherheit und massiver Ärger macht sich bei allen Almbauern breit. Josef Haas, vielen besser bekannt als der Lach, hat sich noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und jetzt spricht der leidenschaftliche Schafzüchter und Almbauer zum Thema Wolf Klartext. Ja, das ist ein wieder großes Problem, weil ich sag, seid ihr zu Soßen, Gott, ich bin gescheit sein, ist das nicht auch du? Da gehörst du vor gehandelt. Und zwar, warum haben sie früher den Wolf ausgerottet? Wir brauchen auch den Wolf nicht. Das ist ja ein Wahnsinn. Mir ist das zu wenig, wenn ich da ein paar hundert Euro kriege, von der Versicherung, bald der Schafreister oder was. Ich habe ja die Schafzucht jahrzehntelang. Ich habe mich ja befasst. Die Schaf gibt mir was, ich nehme mir was. Die wissen auch jeden Großplatz da oben macht und alles zusammen. Und der Wolf, der hat nichts zu suchen, bin's. Der kannst verrampen und ausahmen. Ich möchte gerade wissen, bald ein Schönanger unten mal so ein Plakat aufgehängt wurscht, 5x5 Meter groß, Vorsicht, Wolf! Wie viele Leute das auf den Aufweg gehen, die Berg? Bald wird schon ein Schiss haben. Aber bevor sie nicht ein Kind einmal reißt oder was, wirst auch da nichts passieren. Die panzen da oben an Land und alles zusammen, wegen einmal etwas unternehmen. Es ist ja 5 nach 12. Das wirst du aber viel problematischer. Ja, meinst du, dass das lustig ist? Bald der Wolf, Schaf im Hineinziehen, Herdenschutz, Zaun hin, Zaun her. Das ist ja mit denen nicht auch du. Sei doch das so. Der Nachtpferch, die haben ja alle keine Ahnung. Hirtenhunde, Einzeln, ja, du euch einmal die Stänkel da, den Ding, der Wolf, der hupft der drüber reiche, der schlürft drunter reiche, das geht nicht und kann nicht gehen. Für Josef Haas gibt es nur eine Lösung. Anschießen, verraumen und ausgekriegt ist, weil so geht das einfach nicht weiter. Ich möchte nicht wissen, oder die Leute sollten einmal kommen und sollten einmal die Situationen anschauen. Mit den gerissenen Viechern wird die elendig Grund gehen müssen. Das ist auch keine Zukunft. Und meint ist, dass da noch einer genommen gehen mag, der sprengt auch die Kalben und alles. Schau, zu mir mal mit den Schwenden da, wie du hast ausgeschaut haben. Und es wird ein Oberland um, ich hole ja da auch Schafe fremd um und alles. Ja, die sind ja rarer schon. Schau, das ist auch kein Vorwerk mit denen. Das Problem ist, dass die Tierschützer da viel sind. Das ist das Problem. Und die da auf den Rudel büten, der Wolf, der, wenn er jetzt ein Schaf frisst oder einmal ein Rech oder ein Gas, auf das Problem nicht so wild. Der tut ja reißen und alles zusammen. Was macht bei dir um, wenn er die Fösenköpfe und alles zusammen, wirst du alle springen auf den. Auf das ist die Malaria fertig. Ja, meinst du, dass da noch einer genommen gehen mag? Ja, du so weitergehst, ich weiß auch nicht, was aufgeht. Gefordert ist die hohe Politik, sagt der Lach. Vom Landeshauptmann abwärts müssen alle zusammenstehen. Anders geht das nicht mehr. Ja, da gehörst du vorgehandelt. Und solange da nicht binst, der Landeshauptmann und die Landtagsabgeordneten und alles zusammenhüft und sagen, der Wolf ist am falschen Platz, der Wolf kann ja nichts dafür, dass er auf der Welt ist. Der Wolf, der gehört an den Zoo, der Wolf, der gehört, was weiß der Teufel wohin, aber nicht zu uns her. Wir brauchen ihn nicht und wir können ihn nicht brauchen. Glaubst mir das, Leideln? Und ich darf auch sagen, dass der Landeshauptmann, dass die einfach einmal zulassen. Die Gäste, die hat dir sagen, jeder Bauer sollte ein Schaf und ein Gas mehr rauf wie auf die Alm. Auf das ist das Problem mit dem Wolf erledigt. Auf das sag ich sage ihm gerade eins. Sag ich, da hat sie einen Hund oder einen Katz opfern. Auf möchte ich sehen, was los ist. Oder? Ja, die haben leider Gottes gar keine Ahnung. Aber die eine Seite
fragen mich auch schon Leute, wie schaut es denn aus, wie sieht es denn aus mit dem Wolf? Und da zusammen sage ich, ja, sag ich, Wolf ist auch gesehen worden, Wolf hat auch schon gerissen. Ist das gefährlich durch den Wald? Die trauen sich ja teilweise schon gar nicht mehr rauchen, die gehen ja schon Straßen nach euch. Ja, sag ich, ich weiß nicht, wo er ist. Ist der Nacht, ist der bin Tag. Was Josef Haas von der großen Politik in Brüssel hält, fasst er kurz so zusammen. Die sollten kommen, die sollten auch zuschauen einmal. Bei jedem Foodwetter und Regenwetter und Schneidwetter und alles zusammen. Du musst ausziehen und alles zusammen. Es ist nicht gerade ein Viech, es ist ein Brennholz zum Richten, es ist ein Rinsen, es ist ein Stein, es ist zum Schwinden. Arbeit ohne Ende. Aber bald das so weitergeht, ich weiß nicht, wie viel das auf dem Theater noch mitmachen. Dass es hier rasch zu einer Lösung kommen muss, steht wohl außer Zweifel. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Und noch einmal die Forderung des Josef Haas. Anschießen. Verraumen und ausgekriegt ist, weil so geht das einfach nicht weiter.